Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir stehen vor unserem Fendt 930 Vario, in den wir jetzt einsteigen werden, denn wir haben Silageballen wegzubringen und zwar natürlich zur BGA. Wir sind mal wieder hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Ich habe in der Zwischenzeit einige Aufträge angenommen, zum Beispiel eben diesen hier, um wieder mal auf Feld Nummer 17 Silageballen herzustellen. Und das hat uns natürlich ein bisschen Geld in die Kasse gespült und einen Zuckerrübeneinsatz. Den habe ich mir natürlich auch gegönnt, damit wir für unsere Schweinchen auch jede Menge Material haben. Neben den Kartoffeln eben auch die Zuckerrüben. Und da habe ich einen Teil bei uns auf dem Hof eingelagert. Wir sind hier unterwegs auf Neu-Mini-Brunn, wie gesagt. Und wenn ihr die Folgen vermisst habt die letzten Wochen, dann lag das eben daran, dass ich ja hier ein bisschen an meiner Konstellation, an meinem Setup, an meinen Einstellungen hier gearbeitet habe. Ja, alles gar nicht ganz so einfach. Aber ganz, ganz wichtig, sollte euch das gefallen, was ihr hier seht, dann natürlich hier unbedingt den Kanal abonnieren oder zumindest einen Kommentar dalassen oder ein Däumchen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, also wie gesagt, die letzten 14 Tage war ich damit stark beschäftigt, hier ein bisschen meine Hardware aufzupimpen, natürlich die Konfiguration durchzuarbeiten, zu testen und verschiedenes. Und es wird besser, es ist noch nicht bei 100%, aber es wird deutlich besser und ich denke, wir können jetzt mal langsam, aber sicher wieder hier ein paar Folgen produzieren. Wunderschöne Map, Neu-Mini-Brunn. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja mittlerweile auch eine neue Map mit Zilonka. Auch das habe ich jetzt schon mal ein bisschen angefangen. Da wird jetzt einiges kommen. Und mit der Erweiterung, mit dem Premium Expansion kamen ja auch neue Früchte. Die werden wir übrigens hier auch auf dieser Map anbauen. Da komme ich dann gleich dazu. Da habe ich nämlich extra auch ein Feld gekauft. So, jetzt entladen wir hier erstmal und das klappt soweit. Lohndienstleistung auf Feld Nummer 17 ist abgeschlossen. Das heißt, hier wird nochmal richtig Kohle gemacht, denn die brauchen wir ja auch, um unsere neuen Geräte zu kaufen, denn ich will hier in die Aussaat gehen. Also müsste eigentlich, ach du Schande, ich habe gar nicht drauf geachtet. Sekunde mal. So, weil ich habe nämlich schon ein Feld gekauft. Hier, Feld Nummer... Bingo, Achtung, Achtung, hier, Feld Nummer 25 habe ich extra für unsere Früchte gekauft, die rote Beete, die Karotte und die Pastinake, die wir da hier anbauen wollen. Das Feld ist groß, auf jeden Fall. So, lass mich nochmal kurz gucken, wie groß denn? 1,86 Hektar, also da werden wir natürlich nicht nur, ich sag mal, eine Fruchtsorte, sondern da können wir eigentlich auch mehrere nebeneinander dann eben platzieren und dann ist auch die Idee natürlich auch ein bisschen zeitlich versetzt, sodass wir immer da auch ein bisschen was zu ernten haben. Warum dieses Feld? Naja, okay, also ich wollte natürlich ein Feld, wo wir quer fahren, denn mit den Erntemaschinen ist es natürlich nicht ganz so einfach und hier drüben haben wir natürlich auch ein bisschen Platz zum Wenden. Das ist natürlich nicht bei jedem Feld so. Und deswegen habe ich mich für dieses Feld entschieden und es hat natürlich auch kräftiges Potenzial, 114% Ertragspotenzial. Also ich denke, mit dem Feld können wir arbeiten, aber jetzt fällt mir gerade ein, können wir überhaupt in die Aussaat? Wir können, ach du Schande, nee, leider nicht. Rote Beete, Karotten, Pastinaken. Erntezeitraum wäre jetzt, die Aussaat ist natürlich im Frühling. Aber wir können das Feld definitiv heute schon mal vorbereiten, denn man nimmt ja dazu eine, lass mich noch mal kurz überlegen, eine Dampfräse, um eben dann hier das Feld vorzubereiten. Und das soll ja angeblich dann auch so ein bisschen Art wie eine Düngestufe sein. Wir werden es sehen und das werden wir auf jeden Fall heute machen können. Okay, jetzt muss ich mal schauen, was mit den zwei Ballen ist. Hups. Ich denke, die werden abgearbeitet, oder? Ja, ja, die werden abgearbeitet. Die gehen noch ins Portfolio. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist natürlich hier diesen Auftrag beenden und das Geld hier dafür einkassieren. Das schließen wir ab. So, sehr gut, wunderbar, wunderschön. Das heißt, wir haben jetzt hier ordentlich Geld, ordentlich Geld hier auf unserem Konto. Und was ich hier noch machen wollte, wir müssen auch uns ein bisschen um die Tiere kümmern, glaube ich, aber... Lasst uns zunächst einmal, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mit ihm her erstmal ein bisschen Maschinenpflege betreiben, weil der hier sieht ja ganz, ganz übel aus.
Dann lasst uns doch mal auf jeden Fall schon mal ein bisschen gucken, was wir eigentlich brauchen, um die neuen Feldfrüchte aus dem Premium-Paket hier, aus der Premium-Expansion hier rauszuholen bzw. zu installieren. Okay, schauen wir mal kurz. Weg damit. Hallo? So, jetzt. Ding, ding, ding. Wir gucken mal in die Pakete, wenn wir Karotten... Okay, Saatgut ist klar, vorher sollte man grubbern, ist auch klar, Traktoren haben wir und das hier ist die Einzelkorn-Sämaschine. Was uns hier eigentlich fehlt, ist diese Dampffräse, diese Dampffräse. So, das sieht irgendwie genauso aus und das hier sieht auch genauso aus. Okay, dann gehen wir hier mal direkt ins Paket. So. Jo, das sind also die neuen Gerätschaften, da gibt es auch ein Mähwerk, ein Wender. Das ist ein Striegel, okay, okay. Und hier, oh ja, neue Saatmaschine, die hier interessiert mich sehr. Die werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Interessant ist auch diese Kombination, weil das sind Kombinationen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kreiselecke und die kann man nämlich auch, kann man die? Nee, die kann man nicht. Aber hier, das kann man zum Beispiel, diesen Grubber, diesen Tiefenlockerer, kann man eben mit dieser Sämaschine und mit diesem Sä- oder mit diesem Tank, mit diesem Zusatztank entsprechend kombinieren. Das wäre auf jeden Fall auch mal interessant. Ob das jetzt natürlich hier auf den Feldern bei uns so interessant ist, ich meine, wir brauchen ja ganz schön PS, ne? Ganz schön PS. Für das Teil braucht man auch noch mal. Ja gut, das wird noch hinterhergezogen. Naja, müsste man mal schauen. 300 PS können auf jeden Fall nicht schaden. So, jetzt kommen wir aber langsam in die Richtung, wo wir hinwollen. Und zwar haben wir hier diese Dampffräse. Diese Dampffräse hat eine Breite von 3 Metern und diese hat 6 Meter. 270 PS. Jetzt lass mich noch mal kurz schauen. Was haben wir bei uns denn eigentlich im Angebot? Was haben denn unsere Maschinen schon? 209, 258, 201, 258. Ja. Hundertsechzig, die könnte man praktisch mit jedem ziehen. Das Interessante und Spannende ist nämlich, wenn ich das richtig sehe, kann man nämlich hier die Einzelkorn-Sämaschine gleich hinten dranhängen als Kombi. Die braucht 50 PS, die braucht 160. Das heißt, da hätten wir auf jeden Fall kein Problem mit dem Lambo, das Ganze zusammen zu machen. So, die hier ist 6 Meter und im Prinzip das... Ja, Kombination. Ah ja, das ist jetzt interessant. Die wird nicht angezeigt. Okay. Aber da haben wir 270, da haben wir nochmal 70. Also da wird es auf jeden Fall sportlich. Dann würde ich doch auf jeden Fall sagen, wir gönnen uns mal diese zwei Geräte. Ja, okay, auf der anderen Seite. Dann könnten wir bei der Aussaat gleich auf 6 Meter gehen. Aber die Aussaat haben wir sowieso erst nächstes Jahr. Und wir könnten auf jeden Fall schon mal das Feld vorbereiten. 270. Ja, ja, in der Summe ist es dann doch zu viel. Also, wir werden hier jetzt erstmal hier diese Dampffräse hier nehmen. So, Augenblick, was gibt es da? 3-Punkt? Ach, da ist die 3-Punkt, genau, damit wir eben dann entsprechend die Anbauten dran machen können. Hier ist das gar nicht. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Da haben wir keine 3-Punkt. Okay. Ja, okay. Aber das wäre auch zu viel PS. Okay, also hier werden wir auf jeden Fall mal die 3-Punkt dazu nehmen. Gut. Okay. Und was haben wir dann noch? Und später brauchen wir natürlich die Erntemaschine. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema hier in diesem Paket, mit welcher Erntemaschine man dann letztendlich das Material einkauft bzw. einsammelt, um es zu verkaufen. Was ich cool finde, und das habe ich ja schon angetestet auf Zilonka, das ist hier dieses Teil, mit dem man dann tatsächlich dann später die Kisten, die Paletten doch relativ geschmeidig dann verladen kann. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, da machen wir uns noch ein bisschen Gedanken, denn... Das Thema mit den Paletten ist ja dieses. Also im Prinzip, ich wiederhole mich hier auch gerne,
gibt es ja drei Möglichkeiten, hier mit diesen Geräten zu arbeiten, mit den Erntemaschinen. Entweder arbeitet man mit diesen Paletten und befüllt die, dann gibt es eine Maschine, die eben nur eine Palette macht, und es gibt eine Maschine, die vier Paletten befüllt und dann eben auf dem Feld ablegt. Dann gibt es eine einzige Maschine, die hier einen Bunker hat mit 5,5 Kubikmetern. Die restlichen Maschinen müssen, ähnlich wie bei einem Häcksler, unterwegs direkt abgetankt werden. Die haben also keine Bunker. Und da muss man sich halt Gedanken machen. Das gilt übrigens auch für den Selbstfahrer. Und dann muss man sich eben Gedanken machen, wie man arbeitet. Und wenn man mit den Paletten arbeitet, dann bietet sich eben dieses Anbaugerät für den Traktor sehr, sehr an. Also das ist nicht verkehrt. Aber wenn ihr da mehr sehen wollt, dann definitiv auch hier in den nächsten vollen Zelonka. Da habe ich damit ja schon gearbeitet. So, also das heißt, wir fahren mit dem Valtra Sudele erstmal zum Händler und holen dieses schöne Gerät. Und dann werden wir uns aufs Feld begeben und schon mal anfangen, zumindest mal das Feld vorzubereiten. Ich bin mal gespannt, ob sich dann da tatsächlich etwas im Bereich der Düngung verändert, weil, wie gesagt, wir arbeiten ja hier mit Precision Farming und da müssen wir dann mal gucken, wie sich das da verhält. Aber angeblich würde man ohne Precision Farming arbeiten, weil man kann natürlich diese Früchte auch direkt aufs Feld bringen, ohne vorher mit der Dampfräse die entsprechenden, ja, Erhebungen zu generieren. So ähnlich wie bei den Kartoffeln. Aber dann, oder beziehungsweise wenn man eben mit dieser Dampfräse drüber fährt, dann soll ja angeblich auf jeden Fall eine Düngestufe dadurch praktisch erreicht werden, sodass man dann nur noch ein zweites Mal drüber muss über das Feld. Okay. So, das ist so ähnlich wie mit dem Gras, wenn man mit dem Striegel drüber fährt. Da war das auch so eine Konstellation, wenn man eben mit dem Striegel drüber geht, über das Grasfeld, dann war das eben auch ohne Precision Farming dann eine erste Düngestufe. So, hier sind wir beim Händler. Und dann schauen wir mal. Ja, da steht doch das gute Stück. Schwuppdiwupp. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, mit der Dreipunktaufnahme. Und der macht uns vier Dämme. Okay. Und im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, ist da... Ja, nee, das ist keine Kreiselecke. Okay. Also der tut nach unten arbeiten. Interessant. Sehr schön. Okay, dann packen wir das ganze Teil mal ein. Sudele. Jetzetle. So, da machen wir mal kurz die Hilfe an, um zu sehen, ob es da was Interessantes zu sehen gibt. Hier. Müssen wir das Ding einklappen? Nö, oder? Aufklappen. Ah, okay. Ja, das ist damit gemeint, dass dann der Dreipunkt runtergeht. Okay. Senken, anschalten und gedönsen Palaver. Okay, wunderbar. Dann fahren wir mal auf unser neu erworbenes Feld. Ja, wie ich gesagt habe, schon eingangs für mich prädestiniert eben, weil wir brauchen einfach für die Wendemanöver mit den Geräten, mit den Erntegeräten, brauchen wir einfach Platz und nicht jedes Feld hat diesen Platz. Und dieses Feld bietet er auf beiden Stirnseiten. Und wir fahren quer zum Berg. Das sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil wir hätten das natürlich auch theoretisch auf dem Feld machen können, bei uns direkt beim Hof. Aber das geht ja steil den Berg hoch und dann brauchen wir wieder die PS. Und so haben wir eben ein Feld, das quer liegt und uns dann doch ein bisschen die Arbeit leichter macht. Okay. Ja, mit den neuen Feldfrüchten haben wir auf jeden Fall wieder einiges zu tun und ich bin schon mal gespannt. Auf der Zelonka werden wir ja definitiv dann mit hauptsächlich, oder ich sag mal, im Fokus werden da eben die neuen Gerätschaften sein. So, das müsste eigentlich unser Feld sein, oder? Ja klar, logisch. Die beiden sind auch schon da. Okay, das ist unser Feld. Unkraut, Striegel. Okay, pH-Wert 5,7, Stickstoff 0. Das merken wir mal uns. Das Feld ist gegrubbert. Natürlich habe ich das Feld im gegrubberten Zustand vom Vorgänger übernommen. Ist ja klar. So, okay. Dann werden wir hier mal loslegen. Ich überlege gerade, ob wir oben anfangen. Nee. Also.
Ja, 3 Meter ist natürlich dann ein bisschen Arbeit, ne? Aber wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, dann fahr mal los, mein lieber Helfer. Und er macht uns hier wunderschöne Dämme. Ja, das sieht doch toll aus. So, da kann man doch gleich mal wieder ein schönes Thumbnail machen. Und? So, und so kommt der Kollege richtig ins rechte Licht. Sehr gut. Wir steigen mal kurz aus und schauen mal, ob sich da irgendwas getan hat. Nein, Stickstoff ist null. Also da tut sich nichts. Unkraut ist immer natürlich noch wachsend. Okay. Aber es sieht hübsch aus, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Es sieht sehr, sehr hübsch aus. Okay, er hat jetzt ein bisschen was zu tun. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir nicht parallel, weil wir müssten doch jede Menge Dünge am Hof haben, oder? Gülle. Gülle müssten wir doch jede Menge am Hof haben. Was haben wir denn hier drin? Ja klar, 37.000, da würde ich doch vorschlagen, da machen wir ja mal gleich eine erste Düngestufe. Nehmen wir den Fendt oder den Lambo? Wir nehmen den Lambo, der sieht eh schon, ja, der kann auf jeden Fall nochmal raus. So, wo haben wir denn jetzt nochmal das Güllefass? Ja, natürlich direkt nebendran. Augenblick mal. Wo ist eigentlich Charlie? Wo lungert Charlie schon wieder rum? Der rennt ja als durchs ganze Dorf, ne? Also, als ich das Feld Nummer 17 gemäht habe, dann stand doch tatsächlich Charlie mal neben meinem Traktor. Unfassbar, das Tier. So, wir müssen uns ein bisschen um die Hühner kümmern. 166. Die Schweinsche. Da schauen wir mal ganz kurz rein. So, okay. Das sieht soweit auch gut aus. Mhm. Mist ist auch jede Menge drin. Und unsere Kühe. Ja, da müssen wir auch ein bisschen was tun. Da haben wir dann auf jeden Fall heute noch zu tun. So, und hier habe ich eben die Zuckerrüben abgelegt. Und hier drüben haben wir Kartoffeln. Das heißt, wir haben genug Futter für unsere Schweine. Aber wir müssen unbedingt schauen, dass wir das Basisfutter, nämlich Mais, demnächst ernten. Leider immer noch da ist Charlie. Leider immer noch nicht diesen Monat. Im nächsten Monat ist es anscheinend erst fällig. So, jetzt ist es natürlich so, dass das Feld natürlich ein bisschen ab vom Schuss ist, ne? Also das muss man jetzt natürlich ganz klar sagen. Oh, da sind wir auch fast am Überlegen, ob man nicht, ich bin echt am Überlegen, ob wir hier die Automatik einschalten, denn jetzt natürlich über dieses Feld mit knapp 2 Hektar. Aber wir werden auf jeden Fall mal vordüngen. So, ich war so frei, mal wieder den Verkehr. Also es ist hier nicht Sonntag, sondern ich habe tatsächlich den Verkehr jetzt erstmal ja, ruhen lassen, weil wir ja in den Aufträgen, die ich abgearbeitet habe, zwischen den Folgen automatisch mit den Helfern gefahren bin oder mit den Abfahrern. Und ihr wisst es ja, das ist eben auf der Playsy nicht ganz so gut eingestellt mit dem Verkehr und den Helfern und der Wegfindung. Naja, was erzähle ich euch? So, da vorne macht der Kollege anscheinend schon die 3. Spur. Sehr schön, da vorne sind, und hier sind wieder unsere Rehe, obwohl hier überall Hochsitze sind. Wir fangen oben an. Jo, sehr schön. Wir fangen hier oben an und werden jetzt erstmal aus hier düngen. Oh, da sind die Kollegen auch unterwegs. 3 Stück gleich. So. Man sieht gar nichts, oder? Verändert sich was? Ah, ist ein bisschen dunkel. Okay, aber es tut sich was. So, hier sieht man es. Sehr schön. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, was brauchen wir eigentlich für die Kartoffeln? Kartoffeln? Ja, was machen wir eigentlich hier drauf? Also, wie gesagt, das Feld ist ja groß genug. Und es bieten sich natürlich die langen Bahnen an. Und theoretisch könnten wir eigentlich alles. Lass mich nochmal kurz reinschauen. Und zwar, was wir wann wie aussäen können. So, also im Prinzip alles ab April, Mai, Juni. Dann bietet es sich ja wirklich an, jeden Monat etwas anderes, damit wir dann jeden Monat dann später auch was anderes hier zum
Ernten hätten. Und dann können wir uns natürlich auch Gedanken machen, ob wir zum Beispiel auf unserem kleinen Rasenstück hier bei uns am Feld, in der Nähe von der Tankstelle zum Beispiel, müsste man mal bei Gelegenheit prüfen. Denn eins ist ja auch mehr oder weniger klar. Oh ja, da reicht gerade mal für eine Bahn. Oje, oje. Eins ist auch mehr oder weniger klar. Die neuen Fruchtsorten, die alleinige oder für sich allein zu verkaufen, ist nicht besonders rentabel. Sondern da sollte man definitiv in die Produktion gehen. Und da denke ich eben, dann platzieren wir doch mal relativ zügig dann entweder eine Konserven- oder eine Suppenfabrik. Ich wusste es, er ist leer geschossen. Okay, so Freunde, also das soll es für diese Stelle gewesen sein. Und ihr denkt bitte daran, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr noch mehr Bock habt auf neue Mini-Brunnen hier jetzt mit den neuen Fruchtsorten, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.